Hallo meine lieben Menschen, herzlich willkommen wieder hier bei Hilfe für Opfer von Narzissten. Mein Name ist Arti und heute gibt es wieder ein mega spannendes Video. Ich bin von Beruf psychologische Beraterin und Coach für Opfer von Narzissten. Wenn du da ein Problem hast oder Unterstützung und Begleitung wünschst, dann scheu dich bitte nicht, mich anzuschreiben. Hier oben rechts verlinke ich dir mein Antragsformular. Da kannst du mir kostenlos eine Anfrage zukommen lassen. Ich freue mich auf dich. Was ist heute unser mega wichtiges Video? Der Titel, hast du schon auf dem Thumbnail gesehen, ist Machst du dir was vor? Da fühlen sich bestimmt einige jetzt angesprochen. Und zwar wird es darum gehen, 5 klare Anzeichen, dass du dir toxisches Verhalten schönredest. Und da steigen wir jetzt direkt mal ein. Punkt 1. Du bist ein Fan. Was bedeutet das? Leute, Fan, da denken die meisten von uns, hey, Bands oder irgendwelche Schauspieler, ja, die wir vielleicht als 15-jährige Mädchen oder Jungs mal an der Wand kleben hatten als Poster, ne? Auch da war diese Bewunderung, meinetwegen zu Musik, zu Filmen, zu Aussehen vielleicht auch. Und wir haben diese Menschen irgendwie auf einen Thron gehoben, obwohl wir sie ja eigentlich gar nicht kannten. Genau dasselbe haben wir bei toxischen und narzisstischen Menschen. Die haben oft keine Freunde, in dem Sinne, so wie du und ich, ja, beste Freunde, die alles von einem wissen, die einem beistehen, denen man selbst beisteht, mit denen man lacht und weint, sondern Narzissten scharen eher Fans um sich herum. Und ich meine jetzt natürlich nicht nur im Sinne von erfolgreichen Menschen oder Menschen, wo sie glauben, was abzwacken zu können für sich selber. Ich meine auch gerade bei den verdeckten Narzissten, die suchen sich auch Fans, aber, und jetzt kommt es, Fans, die sie bemitleiden. Denn ihr wisst, gerade verdeckte Narzissten spielen permanent das Opfer. Warum das so ist, nochmal hier oben rechts im wichtigen Video verlinke ich euch das, könnt ihr euch nachher nochmal ansehen, weil auch das Warum zu verstehen ist super wichtig. Aber de facto spielen die mit eurem Mitgefühl, mit eurer Hilfsbereitschaft, indem sie sich als das einzig wahre, schlimmste Opfer präsentieren, das ihr jemals kennengelernt habt. Und nicht selten wirst du dann Fan von so jemandem, ohne es zu merken. Denn Fan ist eben nicht immer nur Bewunderung, meine Lieben, sondern auch in die Bresche für jemanden zu springen und sagen, du armer Mensch, was hast du alles Schreckliches erlebt? Lass mich dir doch helfen. Die wirken nämlich, gerade wenn es weibliche verdeckte Narzissten sind, sehr hilflos. Da hast du das Gefühl, ich muss jetzt hier den Retter spielen, ich muss jetzt hier in die Bresche rein und den anderen verteidigen. Und meine Lieben, wisst ihr, was dann passiert? Ihr mutiert zu den fliegenden Affen der Narzissten. Flying Monkeys. Was das ist und wie du dich daraus befreist, wenn du es merkst, auch nochmal oben rechts. Denn die Videos hier bauen aufeinander auf. Ihr merkt es schon, wenn ihr hier neu seid, gell? Aber es ist tatsächlich so, diese Menschen werden an euer Mitgefühl appellieren, an eure Hilfsbereitschaft. Und ehe ihr euch verguckt, stalkt ihr, mobbt ihr andere Menschen, die ihr gar nicht kennt, wo der Narzisst aber erzählt, das ist die Person, die mich zerstören will, die Person, die mich weghaben möchte. Ja, und das wirst du glauben, denn die sind anfangs nicht so garstig dahinter, sondern die kommen dir wirklich vor wie jemand, der sehr gelitten hat und der nur Hilfe braucht. Und als wärst du derjenige, der ihm das geben könnte. Und zack, das hat mit einer Freundschaft, by the way, gar nichts zu tun. Das ist nur Fantum. Das ist umgedrehtes Fantum, was Mitleid angeht. Und da möchte ich, dass ihr aufpasst, wenn ihr jemanden kennt, der wirklich ständig das Opfer spielt, ständig nur so tut, als könnten alle anderen ihn retten, aber nicht er selber sich, und der euch aufstachelt, andere ständig fertig zu machen und zu mobben, dann ist das kein Freund. Dann ist das toxisches Verhalten, das du dir schönredest, indem du dir dann sagst, hey, naja, ich helfe dem ja nur und ich bin halt ein guter Mensch und ich kann halt nicht Nein sagen. Achtung, nein. Erwachsene Menschen sind für sich selbst verantwortlich und wer für sich selber nicht verantwortlich sein kann, der hat in deinem Freundeskreis nichts zu suchen. Und in Beziehungen ist es übrigens genau das Gleiche, ja? Ihr kennt ja diese, wie man so sagt, Co-Abhängigkeit bei Alkoholkranken oder bei Drogensüchtigen, wo dann die Partner denen das beschaffen, ne? Das ist im Grunde genau dasselbe. Das ist irgendwie, du wirst da eingeflochten, du kriegst Mitleid und denkst dir dann, ich muss demjenigen helfen, weil er selber schafft es nicht. So, und da möchte ich wirklich einen riesen Red Flag setzen und sagen, wenn ihr sowas immer wieder mitbekommt, dann bitte seid vorsichtig. Denn die scharen diese Fans zwar um sich, aber wenn es mal um dich geht, sind sie nicht da. Und da kriegst du auch keine Empathie. Da kriegst du noch eher eins auf den Deckel, als mal Empathie von diesen Menschen zu kriegen.
Okay, und das heißt, hier haben wir keine ausgewogene Beziehung, sondern du bist der Geber und er ist der Nehmer. Und das war's dann. Narzissmus genderneutral, aber ich gendere per se nicht. Tut mir leid, ihr Lieben. Ja. Also, wenn du merkst, du bist ein Fan, sofort raus da. Okay, Freundschaften beruhen auf gegenseitigem, ja, Verständnis, Schätzen, ne, Respekt und das ist eben dann keine Freundschaft. So, der zweite wichtige Punkt, den vielleicht viele von euch nicht wissen, ist, du traust dich nicht, diese Person zu kritisieren. Ja, ich sehe die offenen Münder da gerade schon. Das ist eine Lektion, die musste ich ganz bitter lernen, immer wieder. Ja, ich habe immer das Gefühl, manche neigen eher dazu, männliche Narzissten zu kennenzulernen oder eher weibliche. Bei mir sind es eher die weiblichen, muss ich eher sagen. Und das Problem ist, dass du die oft erst daran erkennst: erstens, du bist der Fan, zweitens, oder sie sind dein Fan, das gibt es übrigens auch, die schmeicheln sich dann ein, um zu kriegen, was sie wollen. Aber der zweite wichtige Punkt ist, dass du die niemals kritisieren darfst. Niemals. Und es geht nicht darum, dass sie dir sagen, du dürftest sie nicht kritisieren. Es geht schon darum, dass dein Bauch schon Alarm schlägt und du ein unwohles Gefühl kriegst, wenn du darüber nachdenkst, dieser Person die Meinung zu sagen. Also die tun ja dann auch Dinge, die dich verletzen. Der Missbrauch geht auch in solchen Konstellationen irgendwann los. Und trotzdem hast du eine Todesangst, diese Menschen zu kritisieren. Das ist fast so, als würdest du deinen Chef kritisieren. Ungefähr so, ne? Also, und hier ist ein ganz großes Warnsignal. Also, ich kann nur von meiner persönlichen Erfahrung sprechen, aber jedes Mal, wenn ich Angst hatte, jemanden zu kritisieren, war es hinterher ein toxischer Mensch. Wie gesagt, nicht alle toxischen Menschen sind Narzissten, aber viele, ja. Und ganz ehrlich, man durfte die nie kritisieren, denn wenn man sie kritisiert hat, dann brach der Krieg aus. Das nennen die so, nicht ich, ja. Und ich habe es immer wieder gleich erlebt. Also wenn du diesen Menschen einmal deine Meinung sagst, dann fangen sie an, alles zu verdrehen, die Schuld wieder auf dich abzuwälzen. Also dann geht dieser typische Manipulationskreislauf los. Und am Ende bist du natürlich dann schuld. Logisch, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Ja? Also, aber es ist ein ganz wichtiges Indiz, dass du Menschen nicht kritisieren darfst, dass dein Bauch dir schon sagt, wenn ich den kritisiere, dann ist vorbei. Und so habe ich auch wirklich jedes Mal die Erfahrung mit gerade weiblichen Narzissten gesammelt. Kritisierst du die einmal, mutierst du zum Feind. Da kann man wirklich schon jahrelang befreundet gewesen sein. Wenn du einmal wirklich daneben trittst, dann war's das. Und dann mutierst du zum Feind. Und ihr wisst ja, woran das liegt. Das ist bei den Narzissten diese Objektbeziehung, die dann nicht stabil ist, ne? Wo andere, wenn wir jemanden kennenlernen und 10 Jahre kennen, dann wissen wir, dass der Makler hat aber auch gute Seiten. Und wenn er sich mal kacke verhält oder uns kritisiert, dann wird er kein Feind, weil man weiß ja, wie er ist, ne? Bei Narzissten ist diese Objektbeziehung aber komplett instabil. Das heißt, ein Fehltritt, eine Kritik und du wirst zum Feind gemacht. Daran liegt das übrigens, wenn du das noch nicht wusstest, ja? Und bitte seid vorsichtig, wenn ihr Menschen nicht kritisieren dürft, wenn Menschen kritikunfähig sind oder eben direkt auf die Barrikaden gehen, wenn du ihnen mal nicht nach dem Mund redest. Und wie gesagt, viel mehr muss ich dazu nicht sagen. Ihr werdet genau wissen jetzt schon, welche Menschen das sind. Also bitte Abstand nehmen und mal genauer betrachten, was diese Beziehung, diese Freundschaft eigentlich so lebenswert macht, gell? Punkt 3. Und das haben wir natürlich auch gerne in Beziehungen, aber auch in Freundschaften, denke ich. Du versuchst immer das Beste in diesem Menschen zu sehen. Was bedeutet, dass du ständig die negativen Seiten oder wenn eben mal, ihr kennt das ja, ich sage ja mal WTF-Moment dazu, ja, ein was zur Hölle-Moment, ja, wo jemand sich so komisch verhält oder so toxisch, dass du wirklich wie erstarrst und dir denkst, oh mein Gott, was hat dieser Mensch hier gerade getan oder gesagt? Das passt überhaupt nicht zu ihm und das ist sowas von eiskalt oder berechnend oder verlogen oder betrügerisch, dass du bist richtig schockiert davon, ne? Und trotzdem wirst du, statt es anzusprechen, was ja dann gesund wäre, also wie gesagt, diese Menschen verhalten sich auch moralisch oft echt daneben, ne? Statt es dann aber anzusprechen, spielst du es runter mit seinen guten Seiten. Das heißt, du wirst anfangen, ja, aber derjenige macht ja das und das und ist das und das und denkt das und das. Das heißt, du fängst an, diese negativen Seiten runterzuspielen und eben durch die guten zu ersetzen, was ein Riesenfehler ist. Denn wie gesagt, gerade wenn wir Lovebombing haben am Anfang von Beziehungen, da spielt der Narzisst sich natürlich zum totalen Retter auf. Und du glaubst eben all die guten Seiten, die er dir erzählt. Und später, wenn dann die richtigen Seiten zum Vorschein kommen, die negativen, die missbräuchlichen Seiten, dann fängst du an, das komplett zu ignorieren und sagst, am Anfang war er ja auch nicht so. Also ist sein Charakter nicht so. Es muss ja dann an mir liegen.
Und ihr merkt, hier findet schon wieder eine Riesenverdrehung statt der Realität. Du fängst an, die negativen Merkmale einfach zu ignorieren oder sagst, ja, das waren dann Ausrutscher, aber derjenige hat ja trotzdem noch gute Seiten. Das Problem ist, gerade bei toxischen Menschen, wenn die irgendwann ihr wahres Gesicht zeigen, sind da kaum mehr gute Seiten. De facto hast du dann also 90% nur schlechte, garstige Seiten und 10% noch in Erinnerung von den Guten am Anfang. Das ist das Problem, weil die Narzissten ja in ihrem erhöhten Selbst sind. Das ist ein Fake-Selbst. Und da stellen sie sich natürlich im besten Licht dar. Und sie stellen sich auch in einem Licht dar, das sie gar nicht sind. Und du schluckst das aber natürlich, weil du ja nicht davon ausgehst, wenn ich jemanden kennenlerne, dann erzählt er mir Fake-Sachen, sondern wir Normalos denken, hey, der erzählt genau wie ich halt, wie sie sind. So, und wenn du das nicht weißt, dass toxische Menschen sowas machen, dann wirst du anfangen, es runterzuspielen, weil du ja denkst, am Anfang war es auch nicht so. Also Leute, ganz Augen auf hier, Augen auf, egal wann jemand anfängt, sich schlecht zu verhalten. Und ich rede nicht von ein, zwei Macken oder so, sondern wenn du jedes Mal wieder was zur Hölle-Momente hast, so richtig Momente, wo du sagst, wow, das ist kein guter Mensch. Wow, so würde sich ein guter Mensch nicht verhalten. Ne? Und wenn die sich häufen und am Ende überwiegen, du auch gleichzeitig dann wieder sagst, ich darf den aber nicht kritisieren. Oder wenn du ihn kritisierst, dann kriegst du nur ein Okay und da ändert sich aber dann nichts. Dann würde ich halt wirklich mal schauen, mit wem bist du da zusammen? Mit wem bist du da gerade in einer Beziehung? Egal in welcher Form, sage ich jetzt mal. Denn normale Menschen haben natürlich auch Makel oder bauen mal Mist. Aber wenn du sie drauf ansprichst, werden sie dann sofort sagen, ja, das war doof. Ja, normale Menschen können sich reflektieren und sagen dann, hast du recht, gut, dass du es angesprochen hast, ne? Werde ich was dran ändern. Aber toxische Menschen ändern eben nichts, weil die sind überzeugt von sich, die haben das überhöhte Selbst, die sagen, ich bin eh der Knaller, ich muss nichts ändern. Und die entschuldigen ihr Verhalten dann meist oft mit dem Verhalten anderer. Also ich habe denjenigen scheiße behandelt, weil er mich scheiße behandelt hat. Oder ich habe den belogen, weil er es verdient hat oder so. Ja, also toxische Menschen rechtfertigen immer ihr missbräuchliches Verhalten mit dem Verhalten anderer und tun dann so, als hätten sie dann eben keine Schuld. Ne? Und das ist halt ein ganz großes Red Flag. Und da möchte ich, dass ihr in Zukunft bitte, 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 bitte drauf achten lernt. Denn wie gesagt, wenn man es nicht weiß, dann fällt man drauf rein. Und wie gesagt, ihr seid empathisch. Ich weiß das. Ich bin selber so. Ich verstehe das. Ihr seid friedenssuchend. Ihr möchtet keine großen Dramadiskussionen. Und wenn ihr das Gefühl habt, irgendwie, ihr dürft eh jemanden nicht kritisieren, dann denkt ihr, okay, der muss das ja dann eh mit sich selber ausmachen. Aber Leute, nein. Denn genau so wird der irgendwann mit euch umgehen. Wenn der mit euch fertig ist, wenn der das hat, was er von euch wollte oder es eben nicht mehr bekommt, weil ihr dahinter steigt, dann wird er euch genauso missbräuchlich verhalten. Dann wird er euch auch belügen, dann wird er euch betrügen, ne? Und schlecht machen bei anderen. Also im Grunde ist das, wie der Narzisst über die Person redet, die ihn gerade vernichten will, eine Vorschau von dem, was euch erwartet. Weil wenn der Narzisst mit euch einmal fertig ist, wird er mit euch genau das Gleiche abziehen wie mit dieser Person. Das heißt, er wird Menschen um sich scharen, Phantom, ne? Die er dann auf euch hetzen wird und wo er euch beschatten lassen wird, stalken lassen wird, fragt nicht, was ich da durch habe, Leute. Also da habe ich Sachen erlebt, ey, reicht für 10 Bücher, ne? So, aber übrigens, das ist auch nochmal ein sehr gutes Beispiel. Das, was der toxische Mensch mit seiner Vergangenheit, mit seinen Ex-Freunden und so macht, das wird er auch mit dir machen. Da kannst du von Gift nehmen, auch beziehungsmäßig. Das ist eine Vorschau. Und umso schneller du da raus bist, umso besser, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Punkt 4, und auch das tun wir Empathen sehr gerne, du vergibst ohne Entschuldigung. Toxische Menschen sind nicht in der Lage, sich zu entschuldigen. Das höchste der Gefühle, was kommen wird, ist, ach ja, da war ich nicht so gut drauf, oder naja, du weißt doch, wie ich bin. Ja, also, oder da waren andere dran schuld, dass ich mich so verhalten habe. Also wie gesagt, die toxische Person hat immer eine Persona non grata gerade, eine Person, die sie weghaben will. So, und die wird sie bombardieren, die wird sie stalken, die wird sie missbrauchen und erzählen, sie täte das ja nur, weil die andere Person sie weghaben will. Aber wenn man sich beide Seiten anhört, wird man oft merken, die andere Person tut überhaupt nichts. Also es kann sein, dass die andere Person, mit der mal zusammen war und seit Jahren No Contact macht und überhaupt nichts mit dieser Person zu tun hat, aber diese toxische Person ist so gekränkt, dass sie sich immer noch an dieser Person rächt. Also bitte, 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 die entschuldigen sich nicht. Die entschuldigen sich nicht. Und wenn, dann nur, um dich noch weiter zu manipulieren. Also selbst wenn sich ein toxischer Mensch entschuldigt, wirst du schnell merken, dass seine Handlungen nicht mit der Entschuldigung übereinstimmen.
Eins sage ich euch, Leute, eine Entschuldigung ohne verändertes Handeln ist Manipulation. Punkt. Punkt. Merkt euch das. Wenn sich jemand bei euch entschuldigt und genau das Gleiche wieder tut, dann hat er gelogen. Dann manipuliert er euch und dann meint er es nicht ernst. Und wie gesagt, du wirst durch diese anderen Punkte, wie gesagt, das ist ein Zusammenspiel, was ich hier euch präsentiere, wirst du keine Entschuldigung fordern, weil du dann wieder alles schön redest oder was weiß ich, die negativen Sachen runterspielst und sagst, diese Person hat ja trotzdem noch so viele gute Anteile, dass mich das nicht stört. Aber de facto wird diese Person dir immer wieder Schaden zufügen, ohne sich zu entschuldigen und wird auch immer öfter dann anfangen, dir die Schuld dafür zu geben, dass sie sich missbräuchlich verhalten hat. Und auch hier haben wir wieder das Wort Schuldumkehr und das benutzen gerne toxische Menschen, ihr Lieben. Also bitte, bitte Obacht. Der fünfte Punkt. Du spielst es runter. Hab ich jahrelang gemacht. Ach, der hatte nur eine schlechte Woche. Ach, die hatte einfach nur zu viel Stress auf der Arbeit. Die konnte jetzt einfach nicht empathisch sein, weil sie zu viel in ihrem Leben Probleme hat. Ja, das ist jetzt aber nur temporär. Das wird sich auch wieder ändern. Aber es ändert sich nicht. Wenn du ehrlich zu dir selber bist, dann ändert es sich nicht. Egal wie lange und wie sehr du es runterspielst, das Verhalten ändert sich nicht und intensiviert sich sogar noch. Wie gesagt, denn toxische Menschen zeigen irgendwann immer ihr wahres Gesicht. Und dann hören sie auch damit nicht mehr auf. Und umso mehr du es runterspielst, umso mehr akzeptierst du dieses Verhalten und die Person kriegt auch das Gefühl, oh ja, mit dem kann ich es ja machen. Ne? Der wehrt sich ja nicht mal, also ist ja wurscht, kann ich ja weitermachen. Das Problem ist, ein toxischer Mensch wird sich niemals ändern, wenn du dieses Verhalten tolerierst. Die werden sich wahrscheinlich auch so nicht ändern. Aber faktisch ist, du musst lernen, für dich einzustehen. Wenn du merkst, egal ob jetzt im Job, in der Freundschaft, in der Beziehung, in der Familie, es ist egal wo, wenn du merkst, dass Menschen sich so dir gegenüber verhalten und du es immer totschweigst, dann wird sich nie etwas ändern. Und das Schlimmste ist, Leute, und das möchte ich jetzt auch nochmal dazu sagen, ihr verleugnet euch selbst. Ihr verliert eure Menschenwürde. Jedes Mal, wenn jemand euch schlecht behandelt und ihr nichts sagt, nichts tut, es runterspielt, es negiert, ihr verleumdet euch selbst. Und das macht Selbstbewusstsein immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner. Ja? Und irgendwann seid ihr nur noch so. Und dann ist das auch kein Phantom mehr, dann ist das nur noch ein Gehorsamsein. Denn so bricht ein toxischer Mensch jeden irgendwann. Und wie gesagt, viele von euch sind ganz liebe Seelen, die eher ruhigerer Natur sind, die eben nicht den Streit suchen, die eben keine großen Diskussionen suchen und sich dann eben eher zurückziehen und die vorher angeführten Beispiele benutzen. Aber Leute, wenn ihr solche Leute in eurem Freundeskreis habt, in einer Beziehung, im Job, dann bitte, bitte, bitte guckt euch die Red Flags an und handelt dementsprechend. Denn ihr lernt nur für euch einzustehen und euer Selbstbewusstsein wieder auf ein normales Level zu bringen, wenn ihr was dagegen sagt. Und mir geht es gar nicht darum, dass ihr jetzt groß mit solchen Leuten immer brechen müsst. Aber ich sag ganz ehrlich, als ich mein Selbstbewusstsein wiedergefunden habe und meinen Mund, ja, und meine Werte für dich eingestanden bin, dann gehen solche Leute automatisch aus eurem Leben. Und ich sage euch auch, wie die aus eurem Leben gehen. Genauso wie ich es erlebt habe, gerade bei den Verdeckten. Ja klar, die gehen nicht nur, die fangen dann Krieg an. Und dann sind es eben die nächsten Opfer, denen sie dann erzählen, ich werde gemobbt, ich werde so fertig gemacht, da will mich jemand weghaben. Und dann sind es die Nächsten, die drauf reinfallen. Und auch die werden es erst begreifen, wenn sie selber in der Position sind, gehen zu müssen. Und das ist auch das Problem. Ihr fragt mich immer, soll ich die Next warnen? Nein, es bringt nichts. Weil in dem Moment, wo ihr sein Flying Monkey wart oder sein Fan, da hättet ihr auch niemandem geglaubt, der zu euch gekommen wäre und gesagt hätte, ey, der ist toxisch, da musst du aufpassen. Der wird dich irgendwann auch missbrauchen. Hättest du nicht geglaubt, denn du hattest so viel Mitgefühl mit dieser Person, niemals, okay? Das heißt, diese Personen müssen erst das wahre Gesicht dieses Menschen kennenlernen, bevor sie genau das Gleiche wie ihr dann tun könnt. Also Leute, die 5 Anzeichen nochmal zusammengefasst. Du bist ein Fan, du traust dich nicht, diese Person zu kritisieren, du versuchst das Beste zu sehen, du vergibst ohne Entschuldigung und du spielst das Verhalten runter. Das sind eindeutige Red Flags, dass du dir toxisches Verhalten schönredest. Und mit diesem Wissen kannst du jetzt rausgehen und andere empowern,
auch sich aus solchen kranken Beziehungen und Freundschaften zu lösen. Wie immer sage ich jetzt, wenn du meine Arbeit unterstützen willst, dann helfen wir dem YouTube-Algorithmus. Gib mal einen Daumen rauf, wenn dir das Video gefallen hat. Kannst du ungefähr hier tun, da glaube ich so, ne? Ja, also Daumen rauf, wenn es dir gefallen hat. Dann kommentiert jetzt bitte in eure Erfahrungen. Wie lange habt ihr diese Red Flags ignoriert und was ist passiert, als ihr es nicht mehr getan habt? Empowert andere auch, ihr Schweigen zu brechen. Schreibt es in die Kommentare rein. Wir sind ja hier eine hammerstarke Community, Leute. Ja? Und als letztes teilt das Video mit ein, zwei Leuten, die euch wirklich am Herz liegen, wo ihr sagt, das müssen die hören. Ne? Weil wie gesagt, nur wenn man toxisches Verhalten erkennen lernt, kann man sich davon lösen und daran wachsen. Ansonsten werdet ihr ständig immer wieder auf solche Menschen geraten und alles mit euch machen lassen. Und das ist nicht der richtige Weg, meine Lieben. Ist es wirklich nicht. Ich drücke euch ganz fest und schicke euch ganz viel Liebe und Kraft in eure momentane Situation und würde sagen, wir hören uns nächsten Donnerstag um 18 Uhr genau hier wieder bei Hilfe für Opfer von Narzissten. Abo dalassen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann bekommt ihr auch eine Benachrichtigung fürs nächste Video. Und dann würde ich sagen, bis nächsten Donnerstag. Ciao, ihr Lieben.